Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. So, ich habe jetzt noch nicht geschaut, wie ich gestern schon angekündigt hatte in der Folge, was ihr geschrieben habt, da ich gerade noch im Voraus aufnehme. Und ja, ich muss auch mal gucken, was da morgen für eine Folge kommt, weil ich noch plane, eine Abstimmung reinzumachen. Hatte ich das jetzt schon gefragt, ob ich erst den Park fertig bauen soll? Ja, ich glaube, ich hatte das in irgendeiner Folge gefragt. Ich glaube, ich mache einfach mal noch eine Abstimmung rein. So, ja, Szenerie. Ich würde hier vorne noch ein paar Büsche hinmachen. Und was ich hier hinmachen soll, da warte ich einfach erstmal noch eure Meinungen und Ideen ab, würde ich vorschlagen. So. Vielleicht hier abwechselnd Rhododendron und diese roten hin. Jetzt habe ich hier schon wieder die Sache mit, dass sich Steam gerade kurz geöffnet hat, wenn ich das hier... Das ist doch nervig. Ich verstehe nicht, warum. Das ist sehr merkwürdig. Ich kann das absolut irgendwie nicht nachvollziehen. Das hatte ich am Anfang nicht. Sehr merkwürdig. So, ich mache das vielleicht mal so, dass ich den immer kopiere, weil dann habe ich den ein klein wenig tiefer. So. So sehe ich jetzt gerade etwas schlecht, wie viel Platz dazwischen ist, aber das werde ich schon irgendwie hinbekommen, denke ich. So. Dass wir da halt immer noch so ein Rhododendron dazwischen packen. Sieht man von außen fast gar nicht, aber egal. Von innen sieht man es durch die Fenster. So, es sind jetzt übrigens immer wieder Leute, die fragen, wann ich die Park, oder ob ich nochmal alle Achterbahnen zeigen kann. Aber ich habe ja schon ganz oft gesagt, dass ich eine Parktour mache, wenn der Park fertig ist. Und der Park ist ja fast fertig. Dann wäre es ja Quatsch, wenn ich jetzt noch mit den Achterbahnen fahre vorweg. Weil wenn ich mit allen Achterbahnen fahre, das wären dann auch nochmal 2 Folgen bestimmt. Also das wäre jetzt gerade wirklich Blödsinn, das zu machen. Na. So. Gut, den drehen wir ein klein wenig so. Ja. So sitzt er doch gut da. Das ist jetzt blöd. Nein. Da hat Klein Kadi wieder mal nicht mitgedacht. Da muss ich den doch wieder andersrum drehen. Das hat zu weit. So geht. So geht. So geht das, wollte ich sagen. So, gut, ein bisschen vor. So. Auf die andere Seite ist vielleicht auch nochmal ein kleiner See. Ganz schön. Mit Springbrunnen oder sowas. Hatte man hier hinten, könnten wir doch als Abschluss den ganz großen Rhododendron noch hinstellen. So, Pflanzenbaupläne. Wo ist er? Da. Ein großer Rhododendron, Marke Eigenbau. Zack. Gut. Am Wolfensee ist hier eigentlich auch nicht mehr so viel Platz. Schwierig, schwierig. Was machen wir denn hier noch auf die andere Seite? Oder man macht halt wirklich einfach sowas Längliches. Da muss ich aber die Größe noch ein bisschen anpassen. Wenn hier so Wasserspiele hinmacht. Vielleicht auch noch unter dem Zug lang. Gucken wir mal, wie das aussieht mit ruhigem Wasser. Ja, wenn man das entsprechend mit Bäumen noch verziert, sollte das eigentlich ganz süß aussehen. So, komm, wir gehen jetzt erstmal in die Spezialeffekte. Special Effects. In die Spezialeffekte rein. Und wählen uns da die... Ah! Die Brunnenspritzer sind falsch. Die könnte man auch nehmen und dann da so...
Nee, ich hätte gerne was Größeres. Was waren denn diese Riesenteile? Ja, das kleine Wasserspiel. Das kleine Wasserspiel war wirklich sehr klein. So, das jetzt ist es, glaube ich, ziemlich gerade. Vielleicht muss ich das denn im Boden versenken. So ist es gut. So, dahin. Dann vielleicht dahin. Ihr hört wahrscheinlich gerade die Hundis bellen. Mensch, wir haben momentan hier eine Geräuschkulisse. Das tut mir echt total leid. Momentan ist... es ist sehr viel los hier gerade im Haus. So, und dann könnte man hier vielleicht noch eine... Obwohl, nee, da lassen wir sie weg. Wir haben jetzt hier eigentlich sehr schöne Wasserspiele. Dann gucke ich, dass ich da auch nochmal so ein bisschen mit den Steinen arbeite. Bauplan, Natur. Da muss ich hin. So. Ja, ich weiß, das sind schon wieder dieselben Steine. Aber ich mag die Steine. Wir können sie auch mal... Ach nee, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Wir können sie auch mal ein bisschen anders drehen. So ist ja nicht, ne? So, ein bisschen ruhig ins Wasser auch rein. So. Dann macht man da nämlich auch noch wieder ein paar Büsche hin. Wie sieht das denn aus von innen? Eigentlich schön. Ja, doch. Gefällt mir ganz gut soweit. So, jetzt können wir das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen drehen. Ein bisschen so. So, dass halt auch mal andere... ein bisschen anderes Aussehen dabei rumkommt. Auf der anderen Seite muss ich mal gucken, ob ich da nicht mehr von diesen Büschen mache. Werde ich auch Steine hinpflanzen? Ja, ich pflanze Steine. Habt ihr noch nie von den selbstwachsenden Steinen gehört? So ein Kristallbaukasten. Wir kippen einfach Salz ins Wasser und hängen da so Schnüre rein und dann wird da schon irgendwie selber was entstehen. Ich wollte immer früher, von Kosmos gab es das doch immer, so ein Züchte dir deine Kristalle... Kasten. So, das habe ich mir immer gewünscht und nie bekommen. Mano, Schmoll. Voll fies. Nein, dafür habe ich ganz, ganz tolle andere Sachen von meinen Eltern und Großeltern bekommen. Aber ich weiß nicht, warum ich das irgendwie nie bekommen habe. Ich weiß auch nicht. So, ich musste schon damals darum kämpfen. Ich wollte unbedingt immer so einen Lerncomputer haben. Oh je, was habe ich da drum kämpfen müssen? Und jetzt bin ich meinen Eltern damit auch auf die Nerven gegangen. Weil ich das relativ schnell raus hatte, dass wenn man eben manche Tasten zigmal drückt, dass dann die Computerstimme, die die Ansagen macht, was man gerade machen soll, dass sie sich dann immer wieder wiederholt und anfängt. Und dann ging das die ganze Zeit tippe die, weil er mir irgendwas sagen wollte, von wegen tippe die, so und so, Zahl oder Buchstaben ein. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber... Oh mein Gott, ich glaube, ich bin meinen Eltern damit extremst auf die Nerven gegangen. Ja, Nerven.
Das konnte ich als Kind gut. Das war meine Paradedisziplin. Das kann ich auch immer noch. So, das muss ich ein bisschen runter machen. So. So, und ihr hattet jetzt gerade ganz kurz eine untätige Kadi vorm Bildschirm. Das heißt, ich war nicht untätig. Ich habe die Tür zugemacht, weil Fabi gerade vom Einkaufen wiedergekommen ist. Wenn Fabi einkaufen ist, dann lasse ich mal die Tür auf, dass die Hundis auch zu mir können. Wenn Fabi vom Einkaufen wiederkommt, dann mache ich die dann halt immer wieder auf. Weil die dann ja auch wieder so durchs Wohnzimmer wuseln können. Ich meine, das können sie so oder so. Das dürfen sie auch, wenn keiner von uns da ist, weil die sich eigentlich super gut benehmen. Aber ich will ihnen halt, wenn sie alleine sind, möchte ich ihnen halt auch, wenn ich aufnehme, die Möglichkeit geben, dass sie zu mir kommen können, wenn sie mögen. So. Ich werde jetzt hier nicht so einen kompletten Kanal aus Steinen bauen. Das ist mir dann auch ein bisschen zu viel. Aber so ein paar möchte ich hier ganz gerne. Da könnte ich zum Beispiel das Ganze mal so ein bisschen hochkant drehen. Ja, gut. Guck mal da, man kann doch auch aus einer Felsformation verschiedenste Dinge basteln. So, ich glaube, ich mache erstmal noch hier hinten weiter, das ist leichter. Ich arbeite irgendwie dieses Mal in den Parks sehr, sehr viel mit Wasser. Das habe ich früher bei Rollercoaster Tycoon tatsächlich nie so gemacht. Da war mir das irgendwie immer zu viel Arbeit, das Wasser irgendwie schön zu gestalten. Aber man muss dann ja halt schon irgendwie so ein bisschen schauen, dass das... Ja. Sieht halt immer sehr, sehr merkwürdig aus, wenn das einfach so dahin geklatscht ist. So Teichfolie ausgerollt und Wasser rein und fertig. Na, ihr wisst, was ich meine. Und dieses Gestalterische hier... das habe ich an sich eigentlich immer gerne gemacht, aber ich hatte früher immer nicht die Geduld dazu. Ich bin nach wie vor ein ungeduldiger Mensch, aber bei solchen Sachen, bin ich da doch mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Zum Glück. Wo ich nach wie vor extrem schlimm bin, ist, wenn ich auf irgendwas warte, was ich bestellt habe. Das geht überhaupt nicht klar. Wenn ich da auf irgendwas warten muss, oh meine Güte. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bestelle ja sehr, sehr oft bei einem uns allen wohlbekannten Online-Versandhaus mit A. Und die haben ja so einen Premium-Service. Und der dient halt dafür, dass man für Overnight-Service weniger zahlen muss, beziehungsweise für Premium-Service, dass das eben vorrangig behandelt wird, die Bestellung gar nichts bezahlen muss, weil man einfach einmal im Jahr halt extra Kosten hat, die man bezahlt, so eine kleine Gebühr. Und als sie das eingeführt haben, habe ich das halt direkt genutzt. Und ja, da ich wirklich viel dort bestelle, lohnt sich das halt für mich auch. Das muss man dann halt immer selber wissen, aber ja. So. Jetzt würde ich hier ganz gerne noch das eine oder andere hinbasteln. Hier diese Baumsammlung, die könnte man hier vorne zum Beispiel direkt hinstellen noch. So. Guck mal, und schauen Sie das hier hinten, das sieht einfach irgendwie kompletter aus. Ach guck, hier ein paar Leute fahren ja jetzt mit der Achterbahn. Ganz so schlecht läuft sie gar nicht. Sieht mir zu rasant aus, ist wirklich preiswert. Sie macht Minus, aber wir sind ja sowieso im Sandbox, von daher... Aber scheiß drauf, wir bauen im Sandbox-Mode. Ja, nein. Hey, aber das Prestige ist eigentlich recht... Die Attraktivität des Prestiges ist recht hoch. Das ist sogar nochmal gestiegen. Wir waren auf 700 noch irgendwas am Anfang. Uhuhuhu. Es hat sich rumgesprochen, dass Züge Tüten tun. Dass Züge tuten
es hat sich rumgesprochen, dass ich enttäuscht war, dass das keiner fahren will. Und jetzt fahren es dann doch ein paar mehr Leute. Hooray! Ein paar von diesen Büschen. Ich mag die Büsche. Ich finde die voll toll. Ich mag das, wie diese kleinen Blättchen aussehen. Und sieht so ein bisschen aus wie ein Buchsbaum. Es ist ein grüner Laubbusch. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich finde, die Blätter sehen aus wie die von Buchsbäumen, halt nur in Größe. Aber Buchsbäume haben eine ganz andere Wuchsform. Klar, die wachsen nicht von vornherein als Kugel oder als... Hier, das hier ist ja Buchsbaum. Das ist Buchsbaum. Aber ihr seht, die Blätter haben eine gewisse Ähnlichkeit von der Form her. Kann ja auch sein, dass es einfach nur irgendein random Gewächs ist. So, diese Strandbüsche kann man dafür auch sehr, sehr gut nutzen, um so ein Ufer zu gestalten. Da bin ich leider erst ziemlich spät drauf gekommen. Die hätte ich schon viel früher mal nutzen können, aber nein. Klein Kaddi guckt ja mal wieder nicht anständig, was es so alles gibt. Ja, und hier hinten müssen wir auch definitiv irgendwie was Größeres vorsetzen, weil das sieht sonst dämlich aus. Dass da das Haus in der Luft schwebt. Wäre es jetzt ein Märchenbereich, könnte man sagen, ja, nee, das ist so. Aber ist es halt nicht. Ne? Kriegen wir den hier? Nee, die hier kriegen wir hier schon eher noch hin. Die sind kleiner. So, gut. Strandbusch. Strandbusch, Strandbusch, Strandbusch. Tülü, tülü. Kriegen wir noch einen Sumpfbaum vielleicht? Ja, nee, den würde ich hier nicht unbedingt. Vielleicht auch noch so ein paar Strandbäume eher. Ich hätte hier gerne noch was Größeres hin. Wir machen jetzt gerade mal Platanen zu Wasserbäumen. Really? Alle übers... Oh. Dann müssen wir halt die nehmen, die wächst ein bisschen schmaler. Ich habe keine Ahnung, wie Platanen normalerweise wachsen, aber mit Sicherheit nicht im Wasser. Muss ich mal gucken, ob ich hier hinten vielleicht das Gelände nochmal so ein bisschen anhebe, dass wir da ein paar mehr... Gestaltungsmöglichkeiten haben, dass das hier hinten genau, dass wir da so ein bisschen mehr Luft haben. So, jetzt können wir da nämlich einfach das Ufer schöner gestalten. So, vielleicht auch noch mal da ein paar Büsche. Eine Esche könnten wir hier noch hinstellen. Aber alle bitte gerade. So, die müssen wir ein bisschen versenken. So kann man die ruhig platzieren. Wo ist jetzt der Strandbusch? Das machen wir jetzt heute auf jeden Fall noch fertig, diesen Bereich hier. So. Ja, da könnten wir vielleicht auch nochmal irgendwas hinpflanzen, was so ein bisschen mehr Farbe ins Leben bringt. So. Gut. Ich liebe einfach Parks, die so in die Natur gebaut werden. Ich finde, das ist so schön. Ich mag das. Ich finde das toll. So, und hier hinten würde ich gerne auch noch was hinstellen. So, so ein Strandbaum kann auch ruhig so ein bisschen übers Wasser hängen, finde ich.
Ja, die kippen wir hoch. Geht nicht, die ist zu groß. Dann müssen wir die hier nehmen. Ich sehe gerade schon, dass ich total lang schon aufnehme. Ja gut. Nein, das geht dann wohl nicht. Wir brauchen hier definitiv noch ein paar Bäume hin. Eschen sollten wir hier eventuell noch unterkriegen. Ja gut, aber das hier hinten, da kann gar nicht mehr so viel hin. Ansonsten rasieren wir den armen Fahrgästen da die Füße ab. Wäre jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so zielführend. So, ich möchte jetzt gerade ganz, ganz fix noch, bevor gleich meine Aufnahme wieder platt ist, hier noch so ein paar Büsche platzieren, dass das, wie gesagt, noch etwas farbiger ist. Vielleicht haben wir noch irgendwo ein kleines Boot, was wir draufsetzen können. Liebe Leute, ich habe gerade keinen Plan, wie voll meine Festplatte ist. Aber ich will jetzt noch ganz fix hier gucken. Ich habe mich schon wieder verklickt, ich war doch schon richtig. Requisiten. Boot. Genau, ein Ruderboot. Das könnten wir doch noch ganz gut draufpacken. So, aber nicht versenkt. Das möchte ich schon ganz gerne so haben, dass es hier richtig auf dem Wasser drauf ist. Und zwar auch ohne Schräglage. So, ich glaube, so liegt das hier ganz gut. Und da könnten wir rein theoretisch das hier ist zwar ein Pirat, aber der, ja doch, der sieht schon auch aus wie ein Pirat. So. Aber dann sieht man da halt die Animatronik drunter. Das Teil da. Ich weiß es nicht, sieht man das? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Sieht man das? Soll ich das so lassen? Oder, ja, so sieht man es natürlich. Ja, ein ganz kleines bisschen. Aber ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, soll ich das so lassen? Ja, nein, vielleicht. Ich möchte mich für heute von euch verabschieden. Was jetzt nun morgen kommt, eine Community-Folge oder etwas anderes, das schaue ich dann aus der Umfrage raus, die dann jetzt schon auf einer älteren Folge war. Ich weiß noch nicht genau, auf welche Folge ich sie mache. Vielleicht von Dienstag, vielleicht von Mittwoch. Und ja, dann sehen wir uns aber auf jeden Fall zu was auch immer morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.